Heute beantworten dir Studierende aus dem Studiengang Integriertes Risikomanagement die Fragen, die ihr über Instagram gestellt habt. Mit welchen Themenfeldern beschäftigt sich das Studium Integriertes Risikomanagement? Also mit dem Hauptthema Risikomanagement. Das wird dann untergegliedert in Qualitätsmanagement, Prozessmanagement und Projektmanagement. Das ist im ersten und im zweiten Semester. Im ersten Semester beginnt man dann mit Betriebswirtschaftslehre. Im zweiten Semester gibt es dann nochmal Risikomanagement. Und im dritten Semester hat man dann noch die Zertifizierung zum Senior Risk Manager. Das dritte Semester ist dann eher interne Revision. Dann kriegt man auch noch was im Business English mit. Sehr breit gefächerte Themenfelder.